Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der Andi, manche Leute kennen mich auch als Red Planet, Nicknamen, den ich schon ewig mit mir mitschleppe. Ich bin Mitglied von MetaLab und war schon öfters bei C3s und was auch immer. Und beim letzten C3, beim 32 C3, ist die Ishan vom Chaos Treff Salzburg zu mir gekommen und hat gefragt, unser Logo wäre cool, wenn man das irgendwie neu machen könnte. Also. Und ja, das ist das derzeitige Logo vom Chaos Treff Salzburg. Sieht meiner Meinung nach ganz okay aus. Auf jeden Fall habe ich es als Anlass genommen, mit mir grundsätzlich zu informieren und zu recherchieren, was es da so für Logos eigentlich gibt von Hackerspaces. Also wenn man das MetaLab besucht, beschreibt man es meistens einfach nicht als Hackerspace. Und Hackerspace ist ein ziemliches Füllwort für einiges und es ist immer schwer, noch das wirklich zu erklären. Es ist also offene Werkstätte oder was auch immer. Man kann es aber irgendwie versuchen, die syntaktisch anzugehen. Man hat einmal grundsätzlich das Hacken. Das ist das Hacker-Emblem, ein Glider aus Game of Life. Das hat irgendwann mal der Eric Rehman irgendwie vorgeschlagen und es wurde anscheinend ziemlich gut akzeptiert. Man findet das öfters in so Hackerspace-Logos. Und dann gibt es eben nur den Space rundherum, also ein Haus, was auch immer, wo die Leute zusammenkommen. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Beschreibung, ist eine Baustelle, eine ewige. Und man versucht es eigentlich immer eine Baustelle zu halten, es ist eigentlich nie fertig. Es gibt auch einen Hackspace, der heißt Baustelle Hamburg. Früher waren Logos noch nicht so abstrakt wie heute. Es waren, keine Ahnung, Schilder oder irgendwelche Zeichnungen, wo man mit Symboliken zu erklären versucht, wofür man steht, wer man ist und so weiter. Keine Einhörner und so weiter. Früher Löwen für Stärke und so weiter. Verwendet Tiere. Und lustigerweise, je größer Marke wird und je stärker, desto abstrakter wird es. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt, das Nike-Logo anschaut, das hat nichts mehr mit dem Schuh zu tun. Und das ist lustigerweise bei der Hackerkultur ganz anders. Da ist es einfach dadurch, dass jeder Hackspace selbst ein bisschen klein ist und weil man das eben Spaß und Freude macht, macht man halt noch an irgendwelche anderen Dinge und erklärt es ja noch an ziemlich spielerisch über eben die Symboliken, die man kennt, diese ganzen Insider. Und was auch ganz sehr schön ist, ist, man ignoriert ziemlich die ganzen Konventionen, wenn es um so Marketingzeug geht. Also zum Beispiel, dieses Logo geht nicht auf ein Briefpapier rauf. Man hat vielleicht E-Paper oder so. Ja. Oder das da kann man schwer als Stempel machen. Ich finde es sehr toll, also mir gefällt es sehr gut. Wie sehen sich Hacker selbst? Also das ist irgendwie auch so eine Frage, die man eventuell auch durch die Logos, die man sich da anschaut, vielleicht ein bisschen beantworten kann. Manche Leute sehen sie hier eher so als die Magier, als die Zauberer, die da irgendwelche Daten aus dem Hut zaubern und Dinge zum Blinken bringen und was auch immer. Ja, ich schaue auf dich, Döbi. Oder eben so. Man muss dazu sagen, es sind nicht alles so richtige Logos. Ich weiß nicht, wie ernst das mit dem Logo gemeint ist. Meine Daten basieren auf allen Logos, die auf hackerspaces.org sind. Also ich habe die Webseite, die API angezapft und nochmal alles runtergeladen und dann getaggt. Und das werde ich noch einmal vorstellen. Also das ist auch schon ein relativ realistisches
Bild von Hacker. Und die Frage ist auch so, welche Codes verwenden wir, ja? Also sei es jetzt irgendwie so filesystemmäßig, irgendwie irgendwelche Insider oder halt ja Codes. wofür stehen wir? Ja, es kämen immer wieder Pinguine vor, mysteriöserweise, ich habe keine Ahnung, woher diese Pinguine kommen. Und ich habe auch keine Ahnung, wo dieses GNU herkommt. Aber anscheinend mögen Hacker vielleicht Viere, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, Hackspaces sind auch ein bisschen politisch. Die Frage gibt es halt immer, ist man politisch als Hackspace? Ja, nein, vielleicht, inwiefern? Ist eine interessante Frage. Die meisten sagen, oder es gibt Leute, die sagen, ja, man kann nicht politisch sein, also, ja. Zu politisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich da jeder vertreten fühlt, aber so freies Wissen und so weiter ist ja grundsätzlich nicht so schlecht. Das ist, finde ich, besonders lustig, so mit einem durchgestrichenen Windows XP Logo. Da hat man gleich mal einen Copyright-Verstoß direkt im Logo drinnen. Und dann halt diese Copylefts und ja, also das ist schon sehr, sehr schön gefunden. Ja, also mit was arbeiten Hacker? Das ist, wird eigentlich sehr gut dargestellt in den Logos von Hackspaces. Also einerseits mit richtigen Werkzeugen, andererseits mit digitalen Zeug, Pixel und andererseits diese Schaltkreise. Also sprich auf das, was zwischen Mechanik und Elektronik ist, also elektrotechnische. Hier sieht man wieder ganz schön, es gibt auch einfach Fotos als Logos. Also ja, man vergisst einfach einmal diese ganzen Konventionen von Logo-Design, was ich sehr toll finde. Also oder einfach von einem Ostsee ein Foto wird auch als Logo verwendet. Und mit was arbeiten Hacker wirklich, ist immer noch die Frage. Ich finde, das ist ein sehr treffendes Logo. Was fasziniert uns? Also es gibt ja diverse Bereiche in der Mathematik und alles mögliche, wo man sich denkt, so, boah, eigentlich ist das voll cool. Und sowas findet man natürlich noch in allen Logos, also zum Beispiel der goldene Schnitt oder wenn es um Raumfahrt geht, also ja, Astronomie, nicht Logie. Ja, ist auch sehr interessant und die unendlichen Weiten interessieren uns auch sehr, sehr, sehr. Was machen wir? Wird sehr gut beschrieben. Was machen wir immer wieder? Und was passiert dann? Ja, sehr schöne Logos. So, ja, also wir fühlen uns ja auf jeden Fall irgendwie in der Wissenschaft sehr wohl anscheinend, also in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, sowohl in der Chemie als auch ja, in der Physik oder in der Mathematik oder auch in der Chaostheorie. Ja, was sind unsere Träume oder Albträume? Ich weiß nicht. Kann man vielleicht ein bisschen sie fragen, ob das der Wunsch ist von uns oder eher nicht. Ich finde es cool gezeichnet. Ich weiß nicht, ob es vertreten würde. Aber ja. Vor allem geht es bei Hackspaces um Ideen. Also hier im MetaLab wirklich, vor allem in der Launch, ganz, ganz viele Ideen, die natürlich nie umgesetzt werden. Aber grundsätzlich, die Idee ist sehr wichtig und dass man auch ja, noch Ideen sucht und sich Dinge überlegt. Kann auch noch so ausschauen. tja, und was ich persönlich, also es ist ähnlich ziemlich klar, es liegt auf der Hand, aber was ich trotzdem persönlich nicht so verstehe, sind diese ganzen Zahnräder. Also ich habe eben Analyse gemacht
Und Zahnräder kommen wirklich mit Abstand am häufigsten vor bei Hackspace-Logos. Das Deflon-Zahnrad gefällt mir einfach sehr gut, weil es halt Emotionen zeigt. Es ist das einzige Zahnrad, das Emotionen zeigt. Das finde ich sehr schön. Es gibt halt immer kulturelle Einflüsse, oder also dadurch, dass immer das Hackerspace natürlich ortsgebunden ist, aber auch wiederum nicht wirklich, weil irgendwie hat man doch eine Prise Cyber dabei, also hat man Wiki oder was auch immer, wo man sich dann doch irgendwie wieder getrennt vom physikalischen Space unterhalten kann oder Informationen weitertragen kann. Aber grundsätzlich gibt es einfach den Ort, die Location. Und da gibt es natürlich auch sehr viel Kultur und das fließt dann auch in diesen Logos ein. Also hier zum Beispiel eben mit diesem Turban oder zum Beispiel dir, den finde ich sehr lieb. Oder man sieht auch eben sehr oft Skylines in so Logos, die eben irgendwie die Stadt repräsentieren. Also man hat da plötzlich irgendwie Kirchtürme drinnen, obwohl man eigentlich gar nicht religiös ist, so, aber grundsätzlich einfach kulturell interessant und Merkmale von der Stadt. Und das finde ich sehr, sehr toll. Das ist eben aus der Schweiz. Die haben da eben so einen Heiligen und der wurde einfach einmal zu einem kleinen Hacker gemacht. Ja. Dann haben wir hier einen Gott, der bleibt natürlich auch nicht verschont von der Hack-Remix-Kultur. Das Baby ist hier, weil dieser Hackspace irgendwie an Frauen gerichtet ist. Also es ist eher so ein feministischer Hackspace. Nur so zur Info. Falls ihr wer wundert, dass da ein Baby neben einem Laptop ist. Ja, und wenn man eben irgendwie in dieser Kultur ist, man isoliert sich natürlich als Hackspace nicht komplett. Und was gibt es Schöneres, als Synergien zu finden mit der Kultur, die es da rundherum gibt. Und diese Idee, die habe ich schon öfters erlebt oder gesehen. Ich weiß nicht, wie oft sie schon umgesetzt wurde, aber zum Beispiel in Linz ist irgendwie auch mal für, also Funkfeuer hat da irgendwie vorgehabt, dass sie auf dem Linzer Dom eben was machen. Ich weiß nicht, wie weit das da vorangeschritten ist, aber ja. Also die Umsetzung von diesen Logos ist einmal interessant. Also das ist von gestern aufgenommen, also ganz heimlich fotografiert. Natürlich nimmt man quasi die Werkzeuge, die man hat, um das umzusetzen. Wenn man Löcher hat, macht man halt Löcher. Was ich persönlich ganz schön finde, ist vom Technologia Incognita. Ich war dort zu Besuch und die haben eine echt schöne Art und Weise, ihr Logo zu präsentieren. Und zwar haben die einfach schöne leuchtende LEDs vor so einem Lenkrad vom Schiff. Und das findet man auch immer wieder in anderen ausgeprägten Formen, zum Beispiel in Form von so einer Platine oder in den Telefonen oder aus Zahnbürsten. ja. Logos, die ein bisschen mehr Platz brauchen, gibt es auch. Also zum Beispiel die Seabase. Also kurz, das Meta-Leopard, auch ein Logo, was ein paar Quadratmeter Platz braucht. Aber die Seabase, die hat ein viel größeres Logo. Und zwar haben die ihr ganzes Raumschiff, was grundsätzlich ganz Berlin einnimmt. Und das schaut dann eben so aus. Und die Seabase ist da eben nur ein kleiner, ausgegrabener Teil von diesem riesengroßen Raumschiff, was irgendwie so gelandet oder abgestürzt ist, weiß gerade die Geschichte nicht genau. Ja.
ich bin jetzt schon wieder am Ende. Das ist schnell gegangen. Ich habe ein kleines Projekt gemacht. Hackorama.ck.si, es ist vor 10 Minuten fertig geworden. Während ich den Vortrag, vor einer Stunde circa. Das schaut so aus. Oh nein, so eine große Auflösung. Und vor allem abgeschnitten. Was ist da los? Ach, so kleiner. Ja, egal. Auf jeden Fall, man kann hier die ganzen Logos, die ich eben da von hackspaces.org gekrebt habe, einfach anschauen. Und ich habe sie kategorisiert oder getaggt. Und dann kann man immer noch diesen Text suchen. Und es gibt halt dann verschiedene Sachen. Ja, ursprünglich wollt ihr eigentlich ein Logo machen für den Chaos-Treff Salzburg? Ihr habt keines gemacht. Ihr habt dafür einen. ich habe dafür jetzt einen Vortrag gemacht. Jetzt könnt ihr es zumindest selbst machen oder zumindest habe ich euch die Recherche schon mal abgenommen. Ich finde, Logos sollte man sich wirklich selbst machen als Hackspace. Also, es ist komplett egal, wie es ausschaut. Man hat es gesehen. Das Wichtigste ist irgendwie, dass man ein bisschen ehrlich ist. Ein bisschen träumerisch ist und ja, es gibt ja auch viele tolle Dinge, die man machen kann und was mich auch sehr schön sieht, also die 132 Zahnräder, gibt es ganz viele Zahnräder und je weiter unter, oder nach unten man geht hier, desto weniger werden es und desto interessanter wären also diese ganzen einzelnen Symboliken, die man hat, also weil sie jetzt sehr unique sind. Also wenn ihr euch an diesen Sachen orientiert, dann könntet ihr mal da runterscrollen und also wenn ihr mal ein Logo machen wollt, sonst mal so euch inspirieren. Ich finde ehrlich gesagt die Zahnräder plump. Weil Technik. Ja gut, ja, gut, ich bin fertig. Ja. Fragen, Beschwerden? Ja? Ja, das war, ich meine, ich bin nicht sicher, wo die Pinguine jagen. Man hat eine gute Geschichte zum Tux. Die kennt wahrscheinlich nicht alle Säule. Aber der Tux war damals so, Linus Torvalds wusste nicht genau, was er jetzt mit seinem Logo machen soll. Und ein paar Leute haben Vorschläge eingesendet. Und einer davon war halt dieser Pinguin. Und dann habe ich gemeint, der Pinguin ist gut, weil der Pinguin ist ein Tier, das, das fickt und schläft den ganzen Tag. Und das gefällt ihm. Und das ist das Motto für Linus. Und seitdem ist das der. Okay, gut. Pinguine ficken und schlafen den ganzen Tag und deshalb ist das Linux, gut für Linux. Also sie fressen, schlafen und ficken. Okay, gut. Sie fressen auch, ja, sehr schön. Also genau das, was mit einem Hackspace. Nein, macht man nicht. Egal. Weitere Kommentare? Ja. Winkelkatzen habe ich keine einzige gesehen. Macht Winkelkatzen. Sonst noch Fragen? Okay, dann sind wir fertig. Na gut.